Egal ob in Geschichte, Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft, Karikaturen laufen dir immer wieder über den Weg und du musst sie analysieren und interpretieren. Und wie das ab heute erfolgreich klappt, das erfährst du jetzt. Ab dem 19. Jahrhundert waren Karikaturen dafür da, politische und soziale Gegebenheiten, Kämpfe und Revolutionen darzustellen. Weshalb das 19. Jahrhundert auch das Jahrhundert der Karikatur ist. Grundsätzlich kannst du dir schon mal merken, dass Karikaturen Zustände, Ereignisse oder reale Personen auf eine überzeichnete und übertriebene Art darstellen, durch die sie der Lächerlichkeit und der Kritik preisgegeben werden. Das Hauptmotiv bzw. der Grund für diese Darstellung ist jedoch sofort ersichtlich. So, dann lass uns mal starten. Für die Karikaturanalyse benötigst du insgesamt 5 Schritte. Zuerst werden die formalen Merkmale betrachtet, dann der Bildinhalt und dann der historische Kontext. Im 4. Schritt wird interpretiert und der 5. Schritt entspricht dem Fazit, denn du musst deine Analyse logischerweise auch abrunden. Und diese 5 Schritte gehen wir jetzt Stück für Stück durch. Im 1. Schritt musst du logischerweise auf die formalen Merkmale eingehen, wie auch zum Beispiel bei einem Text oder einem Bild. Das heißt, ist die Karikatur unter einem bestimmten Titel veröffentlicht worden oder gibt es sogar einen Zusatzkommentar dazu? Und dann natürlich, wer ist der Auftraggeber der Karikatur, wie heißt der Zeichner? Und wann ist die Karikatur entstanden? Das Jahr bzw. die Epoche ist nämlich wichtig. Und dann solltest du auch noch erwähnen, wann und wo die Karikatur veröffentlicht wurde und natürlich von wem. Neben den Formalien kommen wir jetzt zum Inhalt. Hier betrachtest du die Gestaltungsmittel der Karikatur. Wird zum Beispiel eine bestimmte Schrift verwendet? Oder sind bestimmte Personen zu sehen? Welche Gegenstände oder Symbole werden gezeigt? Und hat der Karikaturist bestimmte Farben genutzt und kannst du das für die Deutung verwenden? All diese Fragen kannst du beantworten und natürlich auch deren Wirkung erklären. Und wie das bei Karikaturen so üblich ist, kannst du auch auf den historischen Kontext eingehen, also dir die Frage stellen, welchen Hintergrund hat die Karikatur? Wenn du also auf den zeitlichen Hintergrund eingehst, betrachtest du einmal die dargestellten Personen, das dargestellte Ereignis, den Konflikt oder auch die Epoche. Die Infos über die Epoche und das Ereignis kannst du mit Hilfe der formalen Merkmale herausfinden und auswerten. Das Sahnehäubchen des Ganzen folgt in diesem Schritt, die Interpretation der Karikatur. Bei der Interpretation gehst du in erster Linie auf die Ziele und Absichten des Karikaturisten ein. Dabei betrachtest du auch die Zielgruppe, die durch die Karikatur angesprochen werden soll und für wen Partei ergriffen wird. Abschließend gehst du noch auf die Wirkung ein, die die Karikatur auf den Betrachter erzielen soll. Dabei kannst du einmal die Betrachter zur Entstehungszeit begutachten, als auch die Betrachter aus der Gegenwart. Und ganz zum Schluss kommt natürlich das geliebte Fazit. Und dieses Fazit kannst du ganz klassisch formulieren, indem du die Frage beantwortest: Wie lautet die Gesamtaussage der Karikatur und wie lässt sich diese formulieren? Unser Tipp ist also, merk dir diese 5 Arbeitsschritte und dann kann bei der Analyse und Interpretation von Karikaturen nicht mehr allzu viel schiefgehen. Was du dir auch unbedingt merken solltest, ist, diesen Kanal zu abonnieren und dieses Video und unsere Playlist anschauen. Also bis bald, mach's gut und ciao!